Ja, servus Leute, heute sind wir wieder mal auf der BMX-Bahn. Wir haben heute gedacht, bei dem schönen Wetter fahren wir ein bisschen mit den Buggies und die erste Testfahrt oder der First Run vom Armored Reifen steht ja auch noch aus. Das Auto werden wir heute mal testen. Mal schauen, ob ich mit meinem Generation X mithalten kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und jetzt hauen wir ein paar Akkus rein und dann geht's gleich los. Ja, das ist er, der Armored Typhoon 6S. Ihr habt ihn ja schon genügend im Unboxing begutachten können. Cooles Teil, wenn man sich die Fahrzeuge mal so anschaut. Der Generation X und der Armored Typhoon sieht ziemlich gleich aus, farblich auf jeden Fall. Aber ob das fahrtechnisch gleich ist, das werden wir heute mal testen. Bin schon echt gespannt, wie der 6S Typhoon hier geht. Wir haben hier neue Räder dran gebaut von Luise. Die hat der Christoph hier schon abgegradet. Und hier unten an der Unterseite ein paar Skidblades. Ansonsten ist das Fahrzeug noch original. Und ja, wir werden heute mal mit 6S und mit 4S fahren. Und jetzt genug gesabbelt, auf geht's! Tja, beim letzten Sprung hat jetzt leider, glaube ich, der Lenkserver aufgegeben. Ist jetzt nicht so teuer, wir haben jetzt erstmal so knappe Viertelstunde hier und haben noch nicht viel Spaß damit gehabt. Jetzt gucken wir mal schnell, was da los ist. Der Christoph schraubt jetzt hier schnell mal einen Lenkserver raus. Mal gucken, vielleicht haben wir irgendwie einen Ersatz dabei. Aber der ist ziemlich fest, da tut sich gar nichts. Entweder hat er sich gefressen irgendwie oder keine Ahnung, müssen wir jetzt mal gucken. Auf jeden Fall ist die Bahn echt, ja, wie immer brutal. Die Fahrzeuge halten hier einfach nicht lang durch. So, wir haben jetzt hier in einer Haruk-Aktion diesen originalen Spektrum-Servo hier aus dem Fahrzeug ausgebaut. Der ist auf jeden Fall fest, der hat sich gefressen. Ich schätze mal, dass da innen drin ein Zahnrädchen explodiert ist bei dem Aufprall und der ist auf jeden Fall jetzt kaputt. Und wir haben jetzt hier einen neuen eingebaut, damit die Fahrt hier weitergeht. Ein bisschen Akku sollte noch drin sein. Jetzt probieren wir mal den 46 Kilo Lenkservo hier. Ja, schade, dass der originale Servo das nicht so lang geschafft hat zu überleben. Aber naja, bei den Stürzen und bei den Sprüngen kann halt schon mal passieren. So, jetzt mit dem neuen Lenkservo. Akku ist ja noch ein bisschen was drin. Ja, der ist auf jeden Fall schneller wie der originale. Ja, ist halt ein bisschen doof gelaufen mit dem originalen Servo. Kann man nichts machen, kann passieren. Muss jetzt nicht heißen, dass der Mist ist. Vielleicht sind wir einfach nur ungünstig aufgekommen. Weiter geht's. Also schnell ist er auf jeden Fall mit 6S. Boah. Schnell ist er. Boah. Oh, das hat weh.
Oh mein Gott. Ich hab ihn. Alles noch gut. Ja, gut benannt. Alles gut, unglaublich. Ja, schön. So, wir wollen jetzt mal ein kleines Duell machen. Wir fahren jetzt hier 4 Runden. Einmal um die Steilkurve, da vorne springen, rechts wieder rum zu dem kleinen Hügel, wieder springen und das Ganze jetzt 4-mal. Und jetzt schauen wir mal. Open Class, ja, jeder kann fahren wie er will, mit 6S, mit 4S, auf 50, auf 100%, egal. Man muss bloß 4 Runden schaffen, wer als erstes zum Ziel kommt, der hat gewonnen. Wahrscheinlich wird es uns jetzt, wenn wir Vollgas geben, gleich da bröseln jetzt gleich die Steilkurve jetzt hier. Also, bist du bereit? Jo. 3, 2, 1, los! Wo bin ich? Wo bin ich? Oh nein, oh nein! Boah, Mann, wir stehen hier ungünstig. überholt. Und jetzt. So, wusch. Oh. Buggy-Form macht echt Spaß, ne? Wenn man mal so die Strecke, wenn man mal die Strecke raus hat. Das ist meine Frage. Ja, aber jetzt schauen wir. Also brauche ich doch einen blauen. Ja, ungefähr eine halbe Stunde sind wir jetzt gefahren mit diesem Hovo 5200 mAh Akku. 60C hat der. Also der hat eigentlich schon gut hergehalten. Wie ihr seht, das Fahrzeug geht also mit so einem 6S wirklich brutal. Und ich denke mal so knappe 30, 40 Minuten mit so einem schon dicken Akku ist auf jeden Fall gut und hat auf jeden Fall massig Power, das Auto mit 6S. Neuer Akku rein, weiter geht's. Oh, oh nein! Der hat fast einen Backflip geschafft, ja! 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 Backflip und zweifach, dreifach, links, rechts! Ja! Ja! Springen macht schon Spaß, gell? Aber geht halt an die Substanz hier. Oh. Hey, der war gut. Oh. Ah. Ja, Freunde, definitiv hält das Auto echt was aus, wie man sieht. Wir legen es jetzt nicht drauf an, nö. Ja, yeah, oh, oh, oh. Todessprung. Alles gut. Also, dass da nichts kaputt geht, das wundert mich echt. So wie der jetzt aufgekommen ist, hier voll auf die Seite. Das wundert mich echt. Dass das nicht kaputt geht. Perfekt. Nach einer Stunde Übung hat man Dreh raus. So,
So, jetzt haben wir es halt doch ein bisschen übertrieben. Beim letzten Sprung haben wir jetzt hier einen Lagerschaden verursacht. Die Antriebswelle ist hier raus. Aber man muss schon sagen, echt brutal, was das Fahrzeug hier einstecken musste. Und wenn er halt immer hier vorne so ein bisschen schräg auf dem Vorderrad hier aufkommt, da ist echt ein Wunder, dass es nicht mehr kaputt ist. Aber hier hat es das Lager zerlegt. Naja, das muss man auswechseln, dann geht's wieder. Ansonsten muss ich echt sagen, ist echt brutal, was dieses Auto einsteckt. Und ja, Akkus sind leer. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Jetzt darf er erst einmal ein bisschen ruhen, ein bisschen Pflege, ein bisschen Wartung und dann nächstes Mal geht's wieder weiter. Ja, Freunde, für heute ist wieder Schluss. Die Sonne geht schon unter, die Akkus sind auch leer und ein paar kleine Defekte haben wir leider heute auch. Jetzt müssen wir erstmal das Reparieren anfangen. Aber insgesamt finde ich, ist der Armer Typhon ein echt brutales Fahrzeug. Mit 6S ist er auf jeden Fall eine richtige Waffe. Und natürlich, wenn man es ein bisschen übertreibt, geht auch mal was kaputt. Das geht aber bei jedem Auto mal irgendwann was kaputt. Insgesamt finde ich auf jeden Fall, hat er echt viel ausgehalten. Wir haben ihn heute ganz schön hergenommen. Und dafür, ja, finde ich, ist echt ein Top-Fahrzeug. Werden wir bestimmt noch öfter sehen in Zukunft. Und ja, da machen wir für heute auch wieder Schluss. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne liken, abonnieren und kommentieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, haut's rein. Servus, 40.